Herzlich willkommen hier auf dem Kanal von eurem Pokerface wieder zu Democracy 3. Ja, es geht hier weiter. Wir haben die Hälfte unserer Regierungszeit hinter uns. Ja, ich habe es nochmal nachgelesen. Es ist tatsächlich scheinbar so, dass ich hier einem Bug unterlegen bin, wodurch das Problem besteht, ich in diesem Spielstand hier nicht mehr erfolgreich zu Ende regieren kann, da unsere Umfragen immer bei 0% liegen werden und wir eben nach dieser Legislaturperiode nicht mehr in Regierungsverantwortung stehen werden oder können überhaupt. Ja, das Problem liegt daran, ich habe es nochmal nachgelesen, in einem englischsprachigen Forum wurde das erklärt, dass die Add-ons, die ich auch alle besitze zu dem Spiel, die es regulär zu kaufen gab zu dem Spiel, die machen wohl diese Fehler bzw. führen zu diesem Bug eben, der hervorgerufen werden kann. Und wenn ich jetzt diese Add-ons ausschalte, dann würde dieser Spielstand hier nicht mehr funktionieren. Da ich jetzt aber auch schon mehrere Folgen davon produziert habe, ist das alles etwas schwierig. Und es steckt da in einer kleinen Zwickmühle. Ich würde sagen, da es sich hier auch um die politischen Entscheidungen geht, werde ich einfach ja, den Spielstand bis zur Ende dieser Legislaturperiode noch weiterspielen. Und dann schauen wir mal, in welcher Woche wir uns da befinden. Die Gamescom rückt ja auch immer näher. Da habe ich dann auch einige spezielle Projekte mit euch vor. Ganz kurz, ich möchte euch schon mal mit auf den Weg geben, wer mich auf der Gamescom treffen will, der kann das am Donnerstag, den 23. August oder am Freitag, den 24. August. Da werde ich auf der Gamescom vor Ort sein und ja, würde mich sicherlich freuen, den einen oder anderen von euch zu treffen. Schreibt mir dazu einfach ganz kurz in den Kommentaren oder ihr erreicht mich per Mail. Kommen wir nun also zu dieser Folge. Wie gesagt, wir spielen jetzt hier einfach so weiter und ich wünsche euch allen viel Spaß dabei. Ja, schauen wir uns direkt mal an, was ist hier passiert. Wir sind in der Technologie. Vorsprung haben wir sozusagen erwirtschaftet und erreicht. Und wir liegen in der Wirtschaftsprognose bei einer leichten Flaute, sind aber selber bei einem guten BIP hier. Und ja, ich würde sagen, die Bildung sieht hier eben perfekt wirklich in unserem Land aus. Kriminalität geht hier auch sehr doll herunter. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal weiter hier und schauen uns an, was wir hier machen können, um 22 politische Punkte, die wir hier noch verändern können. Ja, und wenn wir jetzt hier für die Kapitalisten mal schauen, die sind da so im roten Bereich. Ich mache ja ungern etwas für die Kapitalisten, aber ein bisschen, ja, müssen wir ihnen wahrscheinlich hier auch Zugeständnisse machen, damit wir ja, da nicht ganz untergehen und bei denen auch noch ein bisschen auf Stimmfang gehen. Und ich würde sagen, ja, wo gehen wir da als erstes ran? Und schauen uns hier mal an, was wir da für Möglichkeiten haben. Ich würde sagen, wir gehen hier an die Umsatzsteuer ran, die sowieso sehr unbeliebt war, auch in den letzten Folgen, und schauen mal, ob wir da etwas senken können. Das geht natürlich dann auch gleich ins Geld, aber ich würde sagen, die Umsatzsteuer setzen wir hier etwas herunter auf, ja, dann 16%. So, und damit gehen wir dann auch schon direkt in die nächste Runde, in die nächste Legislaturperiode hier und schreiten 3 Monate voran. Und ja, was passiert uns hier? Die Bildung nimmt zu, Kriminalität auch. Promi-Unterstützung, yeah! Wir leben in einer Zeit, in der sich alles um die Promis dreht. In der Regel kritisieren wir dieses Phänomen, aber heute nicht, denn ein ganz berühmter Popstar hat gesagt, dass du hervorragende Arbeit leistest. Jawohl, das wird sich bestens auf die Beliebtheitsgrade auswirken und wir machen hier eben ein dickes Plus bei allen insgesamt und auch bei der Jugend. Mal sehen, ob sich das dann auch widerspiegelt. Nein, wir sehen hier, wir bleiben bei dem Bug und sind bei 0% weiterhin in der Umfrage. Bonität wurde hochgestuft, auch das erfreut die Kapitalisten und das BIP. Dann haben wir hier hohe Produktivität zu verzeichnen. Unsere Arbeiterschaft ist äußerst produktiv und produziert im Vergleich zur Konkurrenz größere Mengen von praktisch allem. Das wird sich großartig auf die Zukunft unserer Wirtschaft auswirken. Ja, das ist doch nahezu perfekt hier und eine schöne Prognose. Ja, wie gesagt, das nimmt alles soweit zu und es läuft hier richtig gut, aber eben leider mit diesem Bug hier von den Umfragen her immer noch. Ja, wir schauen uns jetzt hier mal an, was haben wir noch an Überschuss? 26 BN, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, haben hier 38 politisches Kapital angesammelt und wir schauen hier einfach mal auf die Beliebtheit, gehen hier in die Details hinein und schauen uns einfach mal an, was wir da, ja, bei wem wir da so gut liegen, bei wem wir da schlecht liegen und was wir da dann dementsprechend noch verändern könnten oder für wen wir hier was tun könnten.
So, und wir sehen hier bei der Gruppe der Umweltschützer tut sich so oder so nichts. Da können wir so bleiben. Die Pensionierten steigen ganz leicht an. Da sind wir aber nur bei 22%. Da könnten wir dann nochmal hinschauen. Öffentliche Bedienstete liegen wir bei 42%. Auch da könnten wir ein bisschen mehr natürlich noch machen. Die Landwirte liegen hier sehr weit unten bei 13%. Und auch bei den Armen liegen wir da noch nicht so gut bei 23%. Die Liberalen, da sind wir bei 65, fast 66%. Das sieht hier richtig gut aus. Jugend, davon gehen wahrscheinlich sowieso nicht so viele wählen, blende ich hier erstmal aus. Die Eltern bei 35,9%, da könnten wir noch was erreichen. Freiberufler, vielleicht könnten wir auch da noch eine Kleinigkeit zulegen. Bei den Sozialisten läuft es hier richtig gut. Bei 72,3% liegen wir da. Das ist sehr, sehr gut. Ethnische Minderheiten nicht ganz so gut, nehme ich jetzt trotzdem erstmal raus, wahrscheinlich nicht die Hauptwählergruppe hier. Pendler, auch da müssen wir aufpassen. Religiöse interessieren mich nicht wirklich, gebe ich ganz offen zu. Gewerkschafter, da möchte ich gerne noch mehr tun, Patrioten nicht. Reiche 26% ist auch mehr als genug. Autofahrer, da liegen wir gut auf, bei 62% bleiben wir dabei. Kapitalisten, da müssen wir eben was tun und die Konservativen interessieren mich ja auch relativ wenig. Mittleres Einkommen, da liegen wir jetzt bei 50,1%, das ist nicht verkehrt. Schauen wir uns die Gruppen im Einzelnen nochmal an, wo liegen wir hier am schlechtesten bei den Landwirten und schauen mal, was wir für die zum Beispiel tun könnten. Ja, und da gibt es hier den Ökolandanbau, dafür Subventionen zu schaffen. Ja, das könnten wir jetzt natürlich hier machen, einfach da die Subventionen aufs Maximale erhöhen. Ich würde sagen, das ist es mir hier auf jeden Fall wert. Und was können wir für die Landwirte hier noch tun? Die Agrarsubventionen. Tja, das ist immer ein ganz schwieriges Thema in Deutschland. Soll man die erhöhen? Schafft man damit einen ungleichen Wettbewerb? Das stärkt man damit sozusagen die Landwirtschaft, die Agrarwirtschaft nur innerhalb von Deutschland? Immer ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ich habe da immer so die Meinung, dass wir das nicht ja, zu sehr auf Kosten der anderen in der EU vielleicht tun sollten. Und ja, dementsprechend schauen wir hier mal, was wir da machen können. Ich würde sagen, wir sind da schon im hohen Rahmen und bleiben dabei jetzt erstmal. Und gehen jetzt hier nochmal auf die arme Bevölkerung, für die ich ja auch unbedingt mehr tun möchte. Und da ist es halt schwierig, da etwas richtig Gutes zu tun. Die Obdachlosigkeit ist hier immer noch extremst hoch. Ja, und wie können wir die im Prinzip senken? Indem wir hier ja, Privatwohnungen, Arbeitslosenunterstützung, noch mehr Arbeitslosenunterstützung einführen, die hier schon extrem hoch ist. Aber dann gehen wir hier auf einen Maximal eben, auf ein Maximum und ändern diese hier noch ins Maximale. Was können wir hier sonst noch tun? Ja, die Obdachlosigkeit, wie gesagt, ist ein Problem. Ist also hier eine sehr verzwickte Sache, hier den Armen noch wirklich ja, zu helfen. Schauen wir uns an, welche Gruppe hier noch ganz gut dabei liegt, wo wir was tun wollen noch unbedingt. Das sind die Gewerkschafter, für die können wir was tun, indem wir die Arbeitslosenzahlen senken, die natürlich wieder hier mit ganz vielen verquickt sind. Ja, und wenn wir jetzt hier die staatlichen Schulen, ja, an den staatlichen Schulen können wir derzeit gar nichts mehr verändern, da uns hier einfach zum Anheben oder zum Senken das politische Kapital fehlt, genau. Und dann gehen wir hier dementsprechend noch einmal raus, schauen uns an, haben jetzt hier auch noch 15 politische Punkte. Wir schauen noch mal hier kurz ins Kabinett, ob wir da vielleicht ja, eine Umbildung oder noch ähnliches vornehmen können. Oh, hier die Ministerin für Wirtschaft und für Finanzen und Wirtschaft sieht da überhaupt nicht gut aus. Ich würde sagen, die entlassen wir jetzt hier einmal und ja, setzen hier einen neuen Minister, eine neue Ministerin für Wirtschaft und Finanzen ein, also fürs Wirtschaftsministerium. Müssen wir uns natürlich jetzt wieder anschauen, wen haben wir da, wen könnten wir da einstellen hier. Wirtschaft 2,9 bringt uns jetzt nicht so viel. 4,4 hier Wirtschaft, das ist sehr gut hier. Frank Schulze hat aber wenig Erfahrung, wobei die mit der Zeit ja sowieso steigt. Den hätten wir hier noch, na ich glaube so gut sehen da auch gar nicht unsere Möglichkeiten aus. Und dann setzen wir hier den Frank Schulze ein, der für Wirtschaft sich unter anderem vorsieht und dessen Loyalität zumindest sehr, sehr hoch ist. Stellen wir hier den Frank Schulze ein. So, und damit gehen wir hier in die nächste Runde, haben jetzt einen ja, kleinen Schritt auch nochmal für die Kapitalisten getan. Man sieht das, auch hier bewegt sich alles nach oben.
Und ja, warten die nächsten 3 Monate ab, was hier in unserem Land passiert. Okay, da haben wir hier mehreres, was gleich passiert. Die Arbeitslosenzahlen sind beunruhigend hoch, das ist nicht gut. Die Kriminalität entwickelt sich jetzt auch eher ins Negative hier wieder. Die Bildung ist extremst hoch, die Armut geht herunter. Das ist gut, wobei ich dann komisch finde, die Arbeitslosenzahlen gehen hoch, die Armut geht runter. Das passt halt alles irgendwie nicht ganz für mich zusammen. Na gut. Dann gehen wir hier einmal Botschaft von Minister Carina Beck. Einer deiner Kabinettsminister muss dringend mit dir unter 4 Augen sprechen. Mal sehen, was sie uns zu sagen hat. Carina Beck, der gegenwärtig als dein Transportminister arbeitet, ist es leid, in deiner Regierung zu dienen und möchte unter anderem von seiner Stellung zurück und möglicherweise überhaupt aus der Regierung austreten. Von mir aus gerne. Vielleicht gelingt es dir, ihn zum Bleiben zu bewegen, indem du wichtigste Unterstützer, Religionen, Menschen und Kapitalisten noch mehr zufriedenstellst. Nö, dann schmeißen wir die Gute raus, kein Problem. Organisiertes Verbrechen, eine neue Situation hat sich entwickelt. Oh, das sieht hier nicht gut aus. Das organisierte Verbrechen ist sehr weit nach oben gegangen. Da müssen wir gegenwirken. Alkoholwerbung verbieten. Es gibt einen Gesetzesvorschlag, der Werbung für Alkohol im Fernsehen verbietet, obwohl die Werbung im Radio Verbot ablehnen. Dieses Gesetz ist verrückt. Entweder verbietest du ein Produkt oder nicht. Der Alkohol ist absolut legal und wird von Millionen Bürgerinnen und Bürgern ohne negative Auswirkungen genossen. Naja, das lassen wir mal dahingestellt. Das Werbeverbot für ein Produkt in einem bestimmten Medium ist eine symbolische Geste für die alkoholfeindlichen Fanatiker und sie erreicht nur, dass der freie Markt gestört wird. Ja, da muss ich das mit Verbot billigen hier mir eigentlich gar nicht mehr großartig durchlesen, denn wir wollen ja, oder wir haben ja auch gesehen, dass auch den Armen das mit dem Alkohol sehr wichtig ist, für die wollen wir noch mehr tun. Und ja, ich bin generell auch dagegen. Also was soll das so, ja? Wenn die Leute schlechte Dinge zu sich nehmen wollen, dann tun sie das so oder so. Und ich bin da gegen ein Alkoholverbot in den öffentlichen Medien, gerade weil wir die vielleicht für unsere Wahlen hier auch gebrauchen könnten. Ja, der Haushaltsbericht liegt hier bei 18,32 BN. Da müssen wir langsam ein bisschen besser wirtschaften. Und unsere Umfragen liegen hier eben immer noch nach diesem Bug hier in diesem Spiel bei 0%. Da kann man auch nicht viel dran machen. Sehr, sehr schade, weil damit dieser Spielstand eben gecrashed ist und ja, ich ihn jetzt nur noch zu Ende spiele. Schauen wir hier als erstes jetzt ins Kabinett. Hier unsere Transportministerin möchte gern gefeuert werden. Das kriegen wir ganz locker hin und stellen dafür jemand Neues ein. Hier im Transportbereich. Ramona Schulte bietet sich da zum Beispiel direkt an, wobei die für die Religiösen steht und für die Pensionierten. Vielleicht jetzt nicht gerade die beste Wahl, aber 4,2 politische Punkte hier und die Loyalität ist ziemlich hoch. Ja, sonst müssen wir mal schauen, wen haben wir hier noch? Transportwesen 3,3. Miriam Kohler ist für die Autofahrer und für die Landwirte. Weiß ich nicht, ob ich da so viel für tue. Ja, und sonst sieht es hier gar nicht so gut aus. 2,8 haben wir hier den Andi Neumann. Der hat immerhin schon Erfahrung, die er mitbringt, hat Loyalität, ist für Landwirte und Kapitalisten. Ist jetzt auch nicht so das Perfekte für uns. Und dann hier die Saskia Werner, auch Pensionierte und Kapitalisten. Das sind alles nicht so die Minister, die ich hier gerne hätte. Ich würde sagen, wir nehmen hier Ramona Schulte, auch wenn ich weder für die Religiösen viel tue, ja, für die Pensionierten schon ein bisschen mehr. Deren Loyalität ist einfach extrem hoch und sie gibt uns 4,2 politisches Kapital pro Runde. Damit können wir dann noch einiges verändern. Und ja, ich würde sagen, wir gehen hier auch nochmal auf neue Politiken, was wir hier einführen könnten an neue politische Ideen. Ja, und dann gehen wir vielleicht direkt mal hier in den Transportbereich hinein, wo es scheinbar Schwierigkeiten gibt. Und was haben wir hier? Subventionen für Biokraftstoffe oder haben wir schlechte Erfahrungen in Deutschland mitgemacht? Bussubventionen finde ich auf jeden Fall eine super gute Sache. Da können wir drüber nachdenken. Kostenlose Fahrausweise, das ist eine Sache, die ich mir schon lange in Deutschland wünsche. Schreibt mir mal in die Kommentare, was haltet ihr von einem ja, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, der allerdings auch über eine Gesamtsteuer, wie auch immer, dann natürlich mitfinanziert wird. Das heißt auch von Leuten, die vielleicht diesen nicht so viel nutzen. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das finde ich ein ganz, ganz interessantes Thema hier, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr, was ihr davon haltet. Was haben wir sonst hier noch? Subventionierte Schulbusse, da können wir eben so Abstufungen machen. Mautstraßen können wir einführen. Ganz schlechte, auch so ein ganz, ganz schwieriges Thema in Deutschland.
Treibstoffeffizienz und dann haben wir hier noch eine ganze Menge andere Sachen. Ich würde sagen, hier den kostenlosen Fahrausweis, den probieren wir hier einzuführen und direkt ganz aufs Maximum zu setzen, damit wir im Transportwesen hier etwas getan haben. Ja, und wir sehen hier eben, wie gesagt, die Produktivität in unserem Land läuft sehr, sehr gut, was die Kapitalisten und Freiberufler gleichzeitigerweise freut. Dann läuft eben der Technologievorsprung in unserem Land auch exzellent, was auch ja, sehr gut oder sehr doll eben hier verschiedene Gruppierungen erfreut. Und ja, dementsprechend müsste es hier eigentlich ziemlich gut aussehen. Wir sind hier bei vielen Wählergruppierungen im grünen Bereich. Und ich würde sagen, damit, ja, legen wir hier los und beginnen wieder mit den nächsten 3 Monaten, sammeln hier ein bisschen politisches Kapital, um dann auch mal größere Änderungen hier durchziehen zu können. Ja, an die Arbeitslosenzahlen, da müssen wir uns gleich jetzt echt nochmal drum kümmern. Das muss ich mir gleich nochmal genauer anschauen. Gehen wir hier erstmal auf die wichtigste Frage ein: Softwarepatente. Softwarepatente sind eine Form des geistigen Eigentums, wonach Firmen in der Lage sind, Algorithmen, teils eines Computercodes, die eine neue Technologie enthalten, wie zum Beispiel eine neue Art von Übersetzungssoftware oder ein neues System für den Online-Einkauf, zu schützen. Sie sind zumeist bei Großunternehmen beliebt, aber nicht bei all jenen, die sich für ein freies Internet einsetzen. Ja, also das heißt, wenn wir jetzt hier Softwarepatente erlauben würden, dann spricht das die großen Unternehmen an, aber es spricht eben gegen kleine freie Internetnutzer. Und ich bin auch dagegen, dass das Internet hier irgendwie oder generell diese ganze Software-Nutzungs- und Computergeschichte so ja, von Patenten und Rechten irgendwie geschützt wird. Da bin ich dagegen. Ich bin immer dafür, dass das eine sehr freie Plattform und sehr freie Möglichkeiten uns das Internet bietet. Ich glaube, darin liegt die Zukunft. Ich glaube, darin liegt auch eine, ja, moderne Welt, eine moderne Einschätzung. Und deswegen weise ich hier die Softwarepatente ab. Ja, haben jetzt hier im Haushaltsbericht 17,51 BN, die wir hier plus machen. Das ist also durchaus noch gut. Wie gesagt, die Umfragewerte hier sind verbuggt einfach. Wir werden dafür immer bis Ende dieses Spiels bei 0% bleiben. Dann sind wir hier beim Wahlbericht, den müssen wir uns jetzt auch nicht weiter angucken. Sicherheitsbriefing, auch da scheint noch alles einigermaßen in Ordnung zu sein. Und unser Kabinett ist jetzt wieder auf loyalem Kurs. Wir haben da ja Minister ausgewählt. Ja, und dann gehen wir hier mal direkt zu den Arbeitslosenzahlen. Da müssen wir unbedingt was tun. Ich verstehe auch nicht, was da immer noch das Problem ist. Hier an staatlichen Schulen, da können wir schon mal nicht ran, da können wir nicht so viel tun. Wo haben wir hier das größte Problem? Ja, die Agrarsubventionen sind jetzt hier durchaus ein Problem. Nur die können wir nicht noch runtersetzen. Denn dann haben wir wieder ein Problem mit den Landwirten hier. Da können wir also nicht rangehen. Was haben wir hier noch? Bahnermäßigungen. Ich weiß nicht, wie die in Zusammenhang stehen mit den Arbeitslosenzahlen, aber da schauen wir doch direkt mal drauf. Was passiert, wenn wir die Bahnermäßigungen runtersetzen? Also wenn wir hier die Bahnermäßigungen erhöhen, dann geht eben auch die Arbeitslosenzahl hier ein bisschen herunter. Auch die Zahl der Autofahrer geht dann eben zurück, logischerweise. Also wir tun hier auch noch was für die Grünen, für den Umweltbereich. Und ich würde sagen, ja, das leisten wir uns, diese Änderung, und heben das hier aufs Maximale an, die Bahnermäßigung, tun damit also auch wieder was im Verkehrsbereich. Und dann schaue ich mir an, was können wir hier für die Arbeitslosenzahlen denn noch tun? Wo können wir da noch dran arbeiten? Ja, staatliches Gesundheitswesen, das liegt sowieso sehr im Argen. Und wenn wir das eben nach oben schrauben, dann können wir damit auch die Arbeitslosenzahlen natürlich senken, weil dann dort mehr Arbeitslose angestellt werden wiederum. Und deswegen würde ich hier sagen, von nur schwerer Erkrankung gehen wir hier wieder hoch auf geringe Vorbeugemaßnahmen. Muss hier ein bisschen den finanziellen Spielraum im Auge behalten. Ja, aber diese Änderung leisten wir uns hier auch noch und ja, erhöhen das staatliche Gesundheitswesen hier weiter. Damit sind wir hier in der nächsten Runde, haben jetzt natürlich nicht mehr so viel politisches Kapital hier übrig, aber wir schauen mal, ob wir hier noch eine neue Politik einführen können. Das finde ich ja auch immer besonders interessant, neue Politiken hier implementieren. Wir sehen aber, da ist gerade nicht mehr so viel offen, da uns das natürlich auch immer wieder politisches Kapital kostet.
Was haben wir hier im Wohlfahrtsbereich? Referat für Sozialbetrug, naja, das Heizkostenzuschuss, Mietpreisbindung halte ich für eine ganz wichtige Sache, die Mietpreisbindung, wobei die alleine wird das Problem in Deutschland mit zu wenigen Wohnungen eben auch nicht lösen, beziehungsweise zu wenigen bezahlbaren Wohnraum auch nicht lösen. Aber wir können da auf jeden Fall etwas machen und ich würde sagen, ja, schauen uns hier an, was uns das Ganze kostet. Ja, genau, einfach um, dass wir die Kapitalisten nicht zu sehr verärgern, bleibe ich hier im niedrigeren Bereich mit der Mietpreisbindung. Ja, und damit kann ich hier eigentlich zur nächsten Runde schon wieder voranschreiten. Dann hätten wir aber auch schon wieder 9 Monate hier hinter uns gebracht. Ich würde sagen, wir gehen noch in die nächste Runde, in die nächste 3 Monate Regierungszeit hier und schauen uns das nochmal an. Ja, und hier sind wir praktisch in der nächsten Runde sozusagen, haben nochmal 3 Monate hinter uns gebracht, sehen hier wieder den Superhelden, der hier auf uns zugekommen ist sozusagen und uns wieder im Kriminalitätsbereich natürlich einige Vorteile bringt. Wir sehen hier leider auch immer noch unseren Bug, dass wir immer noch bei den Umfragen bei 0% liegen, was natürlich totaler Quatsch ist und was einfach verbuggt ist aufgrund von Add-ons, die hier in das Spiel nicht hereinpassen so richtig gut. Ja, wir haben hier immer noch ein BIP, was eben im grünen Bereich mittlerweile liegt, also auch da sehr gut. Im Bildungsbereich liegen wir hier immer noch extremst gut dabei, sind da eins der besten Länder dieser Welt. Und ja, auch die Armut drücken wir hier runter, auch die Arbeitslosenzahlen gehen hier jetzt leicht zurück, Kriminalität steigt leicht an. Ja, wenn wir uns jetzt das hier nochmal genauer anschauen würden, dann sehen wir eben hier verschiedene Veränderungen. Aber ich würde sagen, das zeige ich euch in der nächsten Folge. Wir spielen, wie gesagt, jetzt auch, wenn wir hier bei 0% durch diesen Bug liegen, diesen Spielstand spiele ich jetzt mit euch noch zu Ende. Ich glaube, einige politische Entscheidungen sind auch ganz interessant zu finden. Sagt mir doch mal, was ihr zur aktuellen Debatte um die Dienstpflicht bzw. Wehrpflichteinführung wieder in Deutschland haltet. Heute ein ganz großes neues Thema in den Nachrichten. Ich werde dazu am Donnerstag ein Politikvideo bringen, wo ich mich dazu ausgiebiger auf jeden Fall nochmal äußern werde. Schreibt mir aber vielleicht schon mal vorab euer erstes Feedback in den Kommentaren dazu. Vielleicht kann ich es dann am Donnerstag auch in dem Video mit einbauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Über ein Abo freue ich mich natürlich auch jederzeit. Also abonniert meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen und sage bis zur nächsten Folge Democracy 3. Euer Pokerface.